Hallo und willkommen zurück zu Encased und wir werden dieses Mal erstmal weiter rumreisen, um diese Kürbismenschen zu erledigen. Wir haben hier schon 5 von diesen Dingern gesammelt. Ich habe nochmal geguckt und auf diesem Screenshot, den die Entwickler gepostet hatten mit dem Händler, da kann man einen Gegenstand sehen, der 10 kostet und ich glaube, darum geht es auch hauptsächlich. Den würde ich dann gerne haben wollen. Der Händler, der verschwindet auch nicht. Also mittlerweile ist das Event sowieso schon vorbei. Also nicht für mich, weil ich das voraufzeichne, aber nach dem 8. ist das Event vorbei. Der Händler verschwindet aber nach dem Event nicht. Also wenn man davon noch welche hat, kann man die nach wie vor eintauschen. Ich weiß auch gar nicht, wo der Händler steht. Also in irgendeiner Stadt halt, aber ja, keine Ahnung wo. Wir werden jetzt also noch die nächsten 5 schauen. Ich habe jetzt auch mal geguckt, was ich denn hier noch steigern möchte. Und ja, natürlich würde sich Hightech-Waffen irgendwie anbieten. Aber ich würde sagen, wir machen hier noch Überleben hoch. Und damit kriegen wir hier nochmal Wahrscheinlichkeit, Glücksfund zu bekommen. Und wir haben einen Reliktplatz mehr. Das sind alles, ja, es sind Sachen, also hier dieser Glücksfund, das bringt halt jetzt mehr als später, weil wenn man später das hat, dann findet man halt auch nichts mehr, weil keine Spielzeit mehr übrig ist. Deshalb werde ich das jetzt mal machen und die restlichen Punkte wieder übrig lassen. Also das machen wir jetzt erstmal wieder hoch auf, 120 etwa, also 116, damit hat er 120 erreicht. Und damit hätten wir das auch freigeschaltet. Und das letzte, das bleibt erstmal. Das dürfen wir im Moment auch gar nicht bekommen, weil wir erstmal noch so einen Vorteil uns holen müssen. Und ich meine, da sind noch viele andere gute Sachen. Aber man kann ja sehen, wir sind auch ganz gut dabei mit unseren Punkten. Fahrzeugsteuerung natürlich jetzt nicht so wahnsinnig, aber ja. Dann werden wir hier auch mal weiter reisen. So, speichern. Ich werde hier die Teile jetzt auch mal bereisen. Als du dir einen Weg durch die Dünen bahnst, stößt du auf etwas, das unter einer dünnen Sandschicht begraben ist. Der Gegenstand rollt vor deinen Füßen davon, hinterlässt eine gebogene Spur im Sand und kommt direkt vor dir zum Stehen. Es handelt sich um einen Schädel. So einen Schädel hast du noch nie gesehen. Der Knochen, oder ist das ein anderes Material, ist tiefschwarz. Er hat die Form eines menschlichen Schädels, allerdings ist er viel kleiner. Und dort, wo Scheitelbein und Stirnbein aufeinandertreffen müssen, befindet sich ein kleines Paar Hörner. Hebe ihn auf. Trotz seiner kleinen Größe ist der Schädel ziemlich schwer. Der Hals der zugehörigen Kreatur muss ziemlich kräftig gewesen sein. Vielleicht ist es ja auch kein echter Schädel. Man weiß schließlich nie, was einen unter der Kuppel alles erwartet. Du steckst deinen Fund in die Tasche. Schädel, das ist auch ein Schädel. Das ist ein Glückskeks, aber... Oh, okay. Das ist ein Relikt. Geschick, Tragekapazität, nix. Glück, -4, okay. Scannen. Das haben wir jetzt gescannt. Super Feedback. Codex. Seltsamer Schädelrelikt. Relikt 4. Klasse, mutmaßliche Funktion, Kultobjekt, Kunstwerk, anatomisches Modell. Besteht aus Mineral, Salzen und Spuren eines collagenähnlichen Proteins. Bei Kontakt mit dem Relikt zeigen die Probanden eine verbesserte motorische Koordination und Reaktionszeit, erleiden aber unerklärlicherweise häufig Unfälle. Kelvin, Anomalie, 3. Prävalenzgruppe, Gefahrenklasse 3, mutmaßliche Funktion, Kühlschrank, Teil eines Kühlsystems, Teil eines Sicherheitssystems. Temperaturunterschiede reichen von 0,2 bis 223 Kelvin. Okay, dann reisen wir mal hier weiter. Und dann reisen wir noch. Intensive Erschöpfung. Dann müssen wir nochmal ein Lager aufschlagen.
Seltsamer Shadow Relict. Oh, Nachricht erhalten. Got any work leads? Don't get me wrong, but my friend, she's also from the White Wing, is wondering if you have any work for her. She's young, promising, works in the field of relic assessment, a good specialist, but she also does not have a Selectron. It's not me, honest. Maybe we'll see each other, we could discuss work for my friend, because she's already struggling to make ends meet. Once again, it's not about me, but about my friend. Meet me on the lab floor on Magellan Station. I'm really looking forward to it. Mhm. Interessant, dass sowas halt da auch aufploppen kann. Leichter Hunger. Dann sollten wir wohl nochmal Bohnen essen. Solange wir Bohnen haben. Wo waren die? Wild Pork, gebratenes Rattenauge. Ja, Bohnen. Herstellen. Ja. Naja, eins reicht. Wobei es eigentlich auch vollkommen egal ist. Wahrscheinlich könnte man die alle gleichzeitig machen. Glaub nicht, dass die vergammeln, wenn man die ganze Zeit aufhat. Wenn ich die jetzt wiederfinden würde. Da ist er. Konsumieren. Wir können noch eine essen. Bohnen erstellen. Jawohl. Mhm. Und jawohl. So, und die werden ja auch schlafen. Die haben aber keine Erschöpfung und die kann heilen. Also machen wir das mal. Mhm. Warten wir mal gerade und dann heilen wir da auch nochmal. Na komm schon. Und dann werden wir mal schlafen. Achso, wir können auch noch diese dämlichen Köpfe weglegen. Andererseits kann man die auch wunderbar verkaufen. Naja, lassen wir die mal. Schlafen wir mal. 4 Stunden. Na, mal so. Immer noch starke Erschöpfung. Das war nicht so super hilfreich. Okay. Dann reisen wir weiter. Und werden das Stück hier erkunden. Oh. Du stolperst über eine seltsame Wohnkapsel mitten im Nirgendwo. Es ist keine Menschenseele zu sehen. Sieh sie dir näher an. Rufe laut, ist da jemand? Sieh sie dir näher an. Vorsichtig näherst du dich und lauschst. Es ist kein Ton zu hören. Allerdings fällt dir etwas auf, das an der Barackenwand gemalt ist. Zwei menschliche Silhouetten, aber weiß statt schwarz. Sie sind sehr lebensecht. Ein Mann und eine Frau, die sich vor Schmerzen dinden. Ein Mann scheint sich mit seinen Armen zu schützen. Die Frau versteckt sich hinter ihm. Berühre die Silhouetten. Durch die Berührung des Schattens erfährst du nichts. Du kratzt mit den Fingernägeln darüber, aber die Farbe blättert nicht ab. Entweder ist die Farbe von hoher Qualität oder es handelt sich gar nicht um Schablonen, sondern um eine Art Druck, der durch einen fotoemissiven Effekt erzeugt wurde. Die Wohnkapsel sieht recht neu aus, obwohl eines der Fenster kaputt ist. Die Eingangstür ist angelehnt. Geh hinein. Du stößt die Tür einen Spalt breit auf und riechst sofort Ozon. Ozon. Irgendwo tickt eine Uhr. Das Geräusch klingt in der Totenstille wie das Hämmern eines Hammers. Du siehst hinein, kannst aber keine Uhren entdecken. Tatsächlich ist das Haus erstaunlich leer. Entweder sind Plünderer hier durchgekommen
Oder es war nie bewohnt. Es gibt keine persönlichen Gegenstände. Die Regale und Schubladen sind leer. Es sieht aus wie eine Filmkulisse oder eines dieser Scheinhäuser, die auf Atomwaffentestgeländen errichtet wurden. Das unheimliche Ticken der Uhr macht dich krank. Du bist erleichtert, als du die Wohnkapsel verlässt und deine Reise fortsetzt. Das Ticken und die geheimnisvollen Silhouetten werden dich noch lange in deinen Gedanken verfolgen. Mhm. Oh, aufhören. Das wollen wir uns natürlich angucken. Kaleidoscope Project. Okay, Moment. Kaleidoskope Projekt. Müssen wir natürlich jetzt mal schauen, wie groß das ist. Die ganze Geschichte mit den ersten wissenschaftlichen Projekten ist sehr aufschlussreich. Heutzutage spricht man sehr ironisch vom Kaleidoskop-Projekt. Die brillanten Wissenschaftler erreichten, wie man so schön sagt, einen grandiosen Misserfolg anstelle eines Durchbruchs und erkannten eine offensichtliche Bedrohung nicht. Unreife Kritik dieser Art verärgert nicht. Zeigen Sie Respekt gegenüber Ihren Kollegen, um Himmels Willen. Die Aufgabe des Teams war es, den Teleportationsprozess zu erforschen, und Maddox' Gruppe hat hervorragende Arbeit dabei geleistet. Sagen Sie mir, wer von Ihnen wusste 1975, was Silverado wirklich war? Gordon Newman, Vortrag zum Thema Denkende Kristalle, Perspektiven für das Studium und die Dekonstruktion. So zweimal. Oh, das sind aber Gegner. Und da geht's rein in einen Bunker. Mhm. Das könnte jetzt vielleicht etwas größer sein, als ich eigentlich was machen wollte. Und da sind viele Tote. Stacy Hart. Mhm. Ja, Error. Guck mal, ob hier ein Geheimen irgendwas ist. Das ist eine Munitionskiste. Samantha Briggs. Forscherin, Error. Ja, okay. Bringen wir die erstmal um, dann können wir uns hier in Ruhe umsehen. Gucken wir erstmal, dass wir den rechten umlegen. Achso, hatten die was? Ne, hatte ich schon mal. Gut. Zonskiste. Da oben liegt noch einer. So, dann sollten wir den vielleicht sogar... Ah, da ist vielleicht ein Hintereingang. Sollten wir den vielleicht sogar hier separat bekommen. Ich kann auch einfach mal ranlaufen und schauen, ob man dann Dialog bekommt. Aber ich nehme mal an, dass die einen einfach angreifen. Ja, okay. Das machen wir nicht. Dann werden wir sie halt... aus der Tarnung heraus angreifen. Wie stark sind die denn? Hamster. Ablenkendes Äußeres. Kann man gar nicht sehen. Oder hat der hier unten so eine Hitpoints noch? Keine Ahnung. Okay, machen einfach mal. Ah, da oben steht es auch 106. Also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Legen wir hier los. Das macht eine Menge Schaden. Aber das hier kostet nur 3.
Ach so, nachladen. Das sind 100%. Ja, nehmen wir den hier. Ja, das war eher einfach. Und ein Glückskeks dabei. Etienne Lavoisier. Verschusswunden, Strahlenvergiftung. Der ist aber schon ein bisschen länger tot. Winston Sunder Seth. Error. Oh, da haben wir aber nochmal Dog Tags. Okay. Wie wär's mit da drüber laufen, bevor das neu kommt? Ja. Na super. Da oben ist auch nochmal einer. Geheimnis, sehr gut, das hatte ich ja vorher schon gesehen. Gut, die würde ich dann von hier unten angreifen und dann kommt der obere wahrscheinlich auch wieder nichts mit. Oh, hoppla, du musst natürlich auch tarnen. 142, das ist ein bisschen mehr. Nachladen. Ist wahrscheinlich auch wieder Zeit für eine Ladehemmung. Okay. Angriff. Where'd you come from? You scum. Don't pray for hope, you bandit. Da ist unsere Ladehemmung. Aha. Where'd you come from? Okay. Hui! Knockouts, okay. Muss da hinlaufen. Und dann können wir hier mit zweimal angreifen. Machen wir das. You scum! You scum! Na, mal schauen, ob das Ow. Reicht. Au! Au! Aha. Take these creeps downtown. Was? Mhm. Der hat jetzt 8, dann greifen wir hiermit zweimal an. Ja, das macht schon ordentlich Aua. Okay, der andere ist jetzt auch auf dem Weg. Der hat ein Gewehr. Die muss die Ladehemmung erstmal. Mhm. Ja, wir sollten. Na. Okay. I'm Sparrow. I'll punish you for your crimes. Okay, der hat aber gut getroffen.
Hatte der irgendwas, um auch dahin springen zu können oder sowas? Fliegen? Nee. Naja, der könnte da hinlaufen und schlagen oder so, aber ist wahrscheinlich jetzt auch gegessen. Die pustet den jetzt wahrscheinlich ziemlich easy um. Ja. Da ist aber eine Menge grüne Suppe rausgekommen. Okay. Bunkereingang. Da haben wir noch Munitionskisten. Was ist das? Eine Kryogranate. Okay, dann gehen wir noch hier hoch. Da liegt noch einer und da ist noch eine Kiste. Falle entdeckt. Dann entschärfen wir die. Kann wahrscheinlich auch der... Ne, kann er nicht. Okay, das muss der. Tarnvorrichtung. Der neueste Fortschritt in der Tarntechnologie. Muss man wahrscheinlich auch aktiv benutzen. Wenn ich das irgendwo finde. Nee. Keine Ahnung. Eventuell ist das halt dann... auch irgendwas, was in einen anderen Gegenstand reinkommt oder so. Keine Ahnung. Okay, scannen wir dich noch. Bella Sharp. Okay. Gehen wir erstmal in den Fronteingang rein, falls wir da überhaupt reinkommen. Hier mal. Die Tür scheint schon seit einigen Jahren nicht mehr geöffnet worden zu sein, aber das rote Licht in der Kontrolltafel des Aufzugs funktioniert noch. Ruf den Aufzug. Drückst auf den Knopf, von der anderen Seite der Tür hörst du ein gedämpftes Klicken, aber nichts passiert. Ja, okay. Kaleidoscope Project. Du hast einen Eingang zum Bunker gefunden, doch der Aufzug scheint außer Betrieb zu sein. Du musst nach einem anderen Weg hineinsuchen. Ich weiß auch nicht, wie das Spiel aufgebaut ist, was so Skalierung und so weiter betrifft. Ich meine, die Gegner waren ja jetzt hier auch nicht besonders stark. Es kann sein, dass die jetzt, dass die einfach an mir hochskaliert oder runterskaliert werden, aber über dem Lüftungsschacht befindet sich eine rostige Abdeckung. Du hältst deine Hand gegen das Gitter und spürst einen leichten Luftzug. Das System scheint noch zu funktionieren. Sieh es genauer an. Du suchst die Abdeckung und siehst, dass sie ziemlich mitgenommen ist. Die Scharniere, mit denen sie befestigt ist, sind verrostet und sie halten kaum noch. Reiße die Abdeckung mit Rohrgewalt ab. Du packst die Gitterstäbe der Abdeckung und ziehst sie nach oben. Mit einem leisen Quietschen brechen die Scharniere und die Abdeckung baumelt nun lose über den Schacht. Du kannst sie jetzt anheben und hineinkriechen. Betritt den Bunker durch den Lüftungsschacht. Bezüglich Silverado. Die Tatsache, dass Teleportation nur ein Nebeneffekt dieses Kristalls ist, war von einem Jahr
vor einem Jahr dank Kronos und der Datenschutzprotokolle noch nicht einmal ersichtlich. Heute wissen wir, dass der Kern von Silverado und anderen ähnlichen kristallinen Strukturen ein intelligentes System ist, das Testobjekte analysiert. Ich kann versichern, dass die Vorenthaltung dieser Informationen zu unwiederbringlichen Verlusten geführt hat und das Kaleidoscope-Projekt ist das leuchtendste Beispiel dafür. Aber leider nicht das einzige. Gordon Newman, Vortrag zum Thema Denkende Kristalle, Perspektiven für das Studium und die Dekonstruktion. Kaleidoscope Projekt Bunker. Okay. Die ist jetzt auch nicht gerade klein, aber ja, das machen wir jetzt. Behälter. Ich meine, dadurch, dass hier keine Dialoge sind, wahrscheinlich, oder wenig, sollte das auch wahrscheinlich eher schneller sein. Nicht infiziertes Gerät. Ah, okay, damit müssen wir wahrscheinlich erstmal den Eingang öffnen. Schnellreise. Ach, das sind Teleporter. Okay. Da sind auf jeden Fall böse. Schnellreise. Mhm. Gut, wir hatten jetzt nur die eine Wahl, dann. Also keine Wahl. Da hinten liegen Leichen oder ist das oben? Das ist oben. Okay, das ist sowas, wo man sich eine Notiz machen muss, glaube ich. Hoppla, da ist mir was runtergefallen. Muss ich mal ein Stück Papier ausgraben und einen Stift in die Hand nehmen. Machen wir nochmal gerade. Wir hatten einen Eingangspunkt. Und ein Gun. Und der hatte zu zwei Punkten geführt. Und wir sind den linken Punkt entlang gegangen. Genau. Dieser linke Punkt, der führt zu drei weiteren Punkten. Und ach, die kann man auch scannen. Aber wahrscheinlich einen davon. Teleportationsgerät. Eigentum von Kronos, experimentelle Forschungsausrüstung, Translokationssystemknoten ermöglicht den sofortigen Transport von sowohl organischen als auch anorganischen Materialien. Nehmen wir das linke wieder. Okay. Das hat uns wieder zum Eingang zurückgebracht. Zip. Dann kann ich auch laden. Da brauchen wir das nicht zu nutzen. Wir haben halt eine Verstrahlung. Das heißt, wir können das jetzt nicht endlos lang machen. Das mittlere. Oh, okay. Ja, da hätte ich mit dem angreifen sollen. Oh, okay, das macht ordentlich Aua. Versuchen wir den jetzt zu erledigen. Nein! Na, okay, machen wir nochmal. Okay, also das mittlere, das führt auf jeden Fall zu Kakis. Die werden wir wahrscheinlich killen können, ohne dass die überhaupt was tun. Ich mach mal den Crumb direkt als Charakter. Ah, und verfehlt. Das ist schon echt. Naja, okay. Dann
Aha. Okay, schön. Ja, hier haben wir noch 100% Chance, dann. Wäre eigentlich 20% geblockt dann wahrscheinlich. Ja, nochmal kann der nicht. Ups, das war jetzt nachladen, hoppla. Übelkeit. You give, you receive. Schlagen wir hier drauf. Verfehlt, verfehlt. Ja. Und das hat er auch Schaden gemacht, oder? Ne, er hat keinen Schaden gemacht. Mhm. Fünf. Naja, gut, nutzt nichts. Ja, hat gar nichts genutzt. Okay. Mhm. Ja, ist okay. So. Ich nehme mal an, dass wir die nicht scannen können. Genau. Da hatten wir jetzt Kakerlaken. Und da haben wir noch mal. Also das ist jetzt ein Raum, wo noch mal vier Teleporter sind, wo aber einer von kaputt ist. Nicht identifiziertes Gerät. Teleportationsgerät. Möglichen sofortigen Transport. Ah, okay. Ja, das ist zu, also da geht's auch nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen da auch wieder. Ja, Moment, da muss ich mal gerade noch was. Nehmen wir den hier. Moment, mal speichern. Den hier. Ja, nutz. Okay, das ist wieder Eingang. Dann nehmen wir den. Moment, machen wir erstmal Tarnung wieder an. Der hat mal gar nichts getan. Unsere Charaktere sind irgendwie aufgesplittet. Da bin ich mir jetzt sicher, ob das überhaupt was getan hat oder den einen Charakter wegteleportiert hat und irgendwie ein Fehler oder so. Ich probiere den jetzt nochmal neu aus. Kann natürlich sein, dass das unsere Gruppe aufsplittet, aber ich glaube, das wäre ziemlich uncool. Na, hier sind wir richtig jetzt. Okay. Zentrale. Und da ist aber natürlich auch wieder ein Teleporter. Okay. Terminal. Auf dem Terminal-Monitor steht Systemverriegelung. Das kennen wir doch. Okay. Mhm. Olga Velichko. Todesursache akute Strahlenschäden. Schäden am Gastro in
Das Gastrointestinaltrakt, hepatische und renale Nekrose, Knochenmarksnekrose. Terminal benutzen. Als du dich dem Terminal näherst, stellst du fest, dass das Modemkabel aus dem Anschluss herausgezogen wurde. Du zuckst in den Schultern und steckst es wieder hinein. Die Spannung im Bunker ist reduziert und der Computer braucht sehr lange, um sich einzuschalten. Unmittelbar nach dem Laden des Betriebssystems erscheint das bläuliche Kronos-Logo auf dem Bildschirm, zusammen mit den Worten "Bitte Passwort eingeben". Versuche das Sicherheitssystem zu umgehen. Nutze das Masterpasswort. Die alte Keros-Version hatten noch keine Administratorkonten, aber dafür ein Masterpasswort, das fast alle Angestellten derselben Abteilung kennen. Du gibst das Passwort ein. Auf dem Bildschirm erscheint ein Verzeichnis mit hunderten von Dateien, die nach Datum sortiert sind. Deine Finger verharren über der Tastatur. Gib Lesen ein, um die Notizen von Professor Matthew Maddock zu lesen. Auf dem Bildschirm werden mehrere Textabsätze angezeigt. Ich fühle mich seit gestern total eklig. Ich muss mich sogar übergeben, wenn ich Wasser trinke. Aber ich schätze, das sind die Nerven, weil Olgas Tod mich so mitgenommen hat. Ich war eine brillante Wissenschaftlerin und Freundin. Was? Sie war eine brillante Wissenschaftlerin und Freundin. Einfach ein guter Mensch. Und sie hat die köstlichsten Pfannkuchen gemacht. Nicht wirklich Pfannkuchen, sie sind viel dünner und es gibt keine richtige Übersetzung dafür, deshalb hat Olga sie einfach Pfannkuchen genannt, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich werde sie und die anderen vermissen. Alles, was ich im Moment noch habe, ist meine Arbeit. Nur theoretisch, denn auf dem Gelände gibt es keine Probanden oder Assistenten mehr. Ich werde meine ganzen verbleibende Zeit dafür verwenden. Meine Arbeit hilft mir, mich von meinem bevorstehenden Tod abzulenken und den Schmerz zu vergessen, wenn auch nur für eine Weile. Das Wichtigste, ich habe den Kristall aus dem demontierten Teleporter genommen und versucht, die Ursache seiner Radioaktivität zu verstehen. Aber dabei habe ich etwas anderes entdeckt. Offenbar wächst der Kristall und verändert seine Struktur nach jeder Teleportation. Mir ist aufgefallen, dass jedes neue Wachstum des Kristalls eine absolut identische, sich wiederholende Beschaffenheit hat, während andere frühere Knubbel sich deutlich unterscheiden. Meine Vermutung ist, dass die Veränderung der Form eines Kristalls eine Art von Aufzeichnung ist, eine Signatur eines teleportierenden Individuums. Besonders deutlich wird das bei der Erforschung des berühmten Silverado, einem Kristall mit einzigartiger Geometrie. Schrecklich, dass ich ihn nie aus der Nähe untersuchen konnte. PS, alles weitere, auch meine Berechnungen und die Entschlüsselung der Kristallstrukturen befinden sich im Anhang zu den Versuchsprotokollen. Siehe die Protokolle der Experimente an. Du vertiefst dich in die Unmengen von Daten. Es dauert einige Stunden, ehe du die Daten der Experimente gelesen hast. Ungefähr 90% der Daten sind bereits veraltet, aber die anderen 10% sind wahrscheinlich einzigartig. Der Bildschirm des Terminals flimmert, dann schaltet sich das Gerät plötzlich ab. Der Computer startet neu und du siehst einen ganz neuen Bildschirm mit einem einsam blinkenden Cursor. Schalte den Computer aus und wieder ein. Oder so. Link auf beschlossene Bildschirm, okay. Falsche Anschuldigung hatten wir hier noch. Du hast den Sicherheitsbeauftragten gesagt, dass Yato das Essen gestohlen hat. Du hast ihn sofort freigelassen, hat seinen Platz in den Gittern eingenommen. Kaleidoskop-Projekt. Du hast den Eingang zum Bunker gefunden, doch der Aufzug scheint außer Betrieb zu sein. Du musst nach einem anderen Weg hineinsuchen. Nachdem du mehrere Teleporter durchlaufen hast, bist du schließlich in der Haupthalle des Bunkers gelandet. Der einzige funktionierende Terminal ist passwortgeschützt. Du musst ihn entweder hacken oder Passwort finden. Nachdem du die Projektion unterladen aufgerufen hast, hast du sie sorgfältig studiert. Quest abgeschlossen. Spektakulär. Okay. Dann werden wir mal den Rest noch uns anschauen hier. Spind. Einmal aufmachen, bitte. Das habe ich gar nicht geguckt, was da mehr gebracht hätte, aber... ja, das hatten wir. Und hier. Aufbrechen scheint immer mehr zu kosten. Ach, da ist auch noch. Okay, den können wir auch noch scannen. Teleportationsgerät deaktiviert. Quantentranslokationssystemknoten ermöglicht den sofortigen Transport von sowohl organisch als auch anorganisch. Immer ist so immer dasselbe. Jan. Könnten ruhig länger da sein. Mhm.
Weiße Abteilung, Assistent, Kaleidoskop-Projekt. Todesursache, akute Strahlenschäden, Schäden im Gastrointestinaltrakt, hepatische und renale Nekrose. Und das ist wahrscheinlich der Systemabschaltung, Verriegelung, was auch immer. So, und hier müssen wir aufbrechen. Oh. Nicht identifiziertes Skelett. Dieses Objekt sieht aus wie ein grob abgebrochenes Stück eines größeren Gefäßes. Im Inneren schwirren geisterhafte Partikel umher, die manchmal beschleunigen, dann wieder langsamer werden. Hält man das Relikt in der Hand, spürt man, wie ab und zu einige Sekundenbruchteile aus dem allgemeinen Zeitfluss herausfallen. Ausweichen mehr. Okay, naja. Kann man natürlich noch Dingsen scannen. Nächster Stufenaufstieg kommt auch sehr bald. Relikt erster Klasse, mutmaßliche Funktion, Gefäßfragment, Ausrüstungsteil, Dekoration. Probanden berichten von zeitlichen Verzerrungen, wenn sie sich in der Nähe des Relikts befinden. Tachyonstrahlung entdeckt. Notiz auf dem Tisch. Die Notiz auf dem Schreibtisch wurde auf offiziellem Briefpapier des Kaleidoskop-Projekts geschrieben. Lies die Notiz. Das Dokument wurde in einer präzisen, verschnörkelten Handschrift verfasst. Wir, die Mitglieder des Kaleidoskop-Projekts, bitten Sie, das Labor, dessen Ausrüstung und die relevanten Unterlagen respektvoll zu behandeln. Alle Daten wurden auf dem Server gespeichert. Wir können sie nicht senden. Der Laborassistent, der auch der vorläufige Computertechniker ist, ist tot. Bitte nehmen Sie Rücksicht, die eines zivilisierten Menschen würdig ist, und senden Sie die Daten an Kronos. Unsere Körper sind die Quelle einer radioaktiven Infektion. Bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Das ist alles. Mr. Maddock, O. Velico, Velichko, J. Park, P. Blackmore, 20.08.1976. Neben allen Namen befinden sich Unterschriften. Wende dich von dem Tisch ab. Matthew Maddock. Todesursache, Strand, dasselbe wie die anderen auch. Und Geld hast du noch mit. Verstaubter Notizblock. Der tote Mann liegt auf dem Boden und seine Finger umklammern ein staubiges Klemmbrett. Was ist das? Sind dies die letzten Worte eines unbekannten Mannes? Des unbekannten Mannes, oder wollte er vielleicht, dass diese Notizen gefunden werden? Blättere Notizen durch. Du streichst eine dicke Staubschicht von dem Klemmbrett. Ein Stempel mit der Aufschrift nur für den Dienstgebrauch in der Ecke der ersten Seite ist bereits verblasst. Doch die Notizen selbst sind zum Glück noch gut lesbar. Kaleidoskop-Programm, Experimentnotizen. Darunter befindet sich etwas wie ein Inhaltsverzeichnis. Sieh dir Seite 2 an. Einleitung. Das Ziel des Kaleidoskop-Projekts ist die Feinabstimmung von Quantenteleportationsmethoden in Teleportationsplattformen, die mit Kuppeltechnologie gebaut wurden. Teamprofessor Matthew Maddock, Professor Olga Velichko, Assistenzprofessor Jan Lewandowski, Wiss mit John Park und Wiss, keine Ahnung, Wissenschaftler? Keine Ahnung. MIT mit Patricia Blackmore. Die Telemetrie des Experiments ist im Terminal zu protokollieren. Dieses Dokument ist für Notizen. Blättere um. 15.05.76. Jan schlug vor, Teleporter in den unbenutzten Räumen zu platzieren und so drei Primärzonen zu schaffen. Dies wird die statistische Reinheit des Experiments sicherstellen. Genehmigt. Jan selbst befindet sich in der Hauptzone und zeichnet Daten über jede Teleportation auf. 23.05.76, der Tod der ersten Testperson trat im November 75 ein. Das zweite Subjekt starb heute. Das hängt eindeutig irgendwie mit dem unfertigen Zustand der Technologie zusammen. Ich habe Olga gebeten, die Ursache zu ermitteln. 4.06.76, Olga leitete eine Gesundheitsuntersuchung für die Probanden ein. Es wurde keine offensichtlichen Pathologien festgestellt, aber alle Probanden haben eine Strahlendosis erhalten. Die Strahlung ist unbedeutend und Olga sagt, dass es ihr Leben in keiner Weise bedroht.
12.06.76. Gestern klagte Jan über Unwohlsein. Heute hat er sich mitten in einem Experiment übergeben. Olga sagt, dass er die Strahlenkrankheit hat und dass der Zähler überschießt. Jan selbst hat zugegeben, dass er außerhalb der Arbeitszeit eine Runde mit dem Teleporter gedreht hat. Aber warum werden die Versuchspersonen dann nur unwesentlich verstrahlt? Unabhängig davon habe ich Jan für eine Zeit lang von den Experimenten suspendiert. 13.07.76. John und Patricia klagten fast gleichzeitig über Unwohlsein. Beide haben die Strahlenkrankheit. Die Bestrahlung der Probanden hat sich leicht erhöht, liegt aber noch im tolerierbaren Bereich. Ich habe gebeten, einen der Teleporter in mein Büro zu bringen. Ich muss herausfinden, woher diese furchtbare Strahlendosis kommt. Kehre zur zweiten Seite des Inhaltsverzeichnisses zurück, blättere um. 29.07.76. Es ist alles so unfassbar trivial. Die Strahlung wird unmittelbar nach der Teleportation ausgesendet. Das heißt, sie trifft den Assistenten, der den Fortschritt des Experiments verfolgt. Jan, John und Patricia haben in direkter Nähe zu den Teleportern gearbeitet. Deshalb haben sie am meisten abbekommen. Es hat Olga und mich 2 Wochen täglicher Experimente gekostet, den Grund dafür herauszufinden. 10.08.76. Jan ist heute gestorben. Patricia und John sind dem Tod nahe. Olga und ich halten noch durch. Aber im Laufe der 2 wichtigen unglückseligen Experimente ist unser Strahlungsniveau weit über das letale Niveau gestiegen und der Tod ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind so schwach geworden, dass wir nicht einmal Jan nach draußen bringen konnten. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich diesen Eintrag beenden könnte, aber das Beste, was mir einfiel, war, was für eine Schande. Lege das Klemmbrett weg. Vorsichtig legst du das Klemmbrett wieder in die knochigen Finger des toten Mannes. Okay. Ja, tragisch, tragisch. Aber sie haben ihren Job bis zum Ende ehrgeizig erfüllt. Oh, da haben wir noch Terminal-Passwort-Memo. Ein verblichenes Stück Papier mit unscharfen Tintenbuchstaben. Okay. Das ist mal wahrscheinlich ziemlich sinnlos, aber das schon geöffnet haben. Übersicht. Ach, da steht's. Okay. Steht da Passwort drauf? Passwort. Okay. Das hatten wir, glaube ich. Ja, das hatten wir. Und da war, glaube ich, nix. Systemverriegelung. Ja, mehr ist ja nicht. Doch, hier muss noch mehr sein. Genau, da haben wir noch eine Tür. Scannen hier. Patricia Blackmore, Todesursache, akute Strahlenvergiftung, Schäden am Gast, ja, das Übliche. Fibrose war noch dabei. John Clark, Todesursache Medikamentenüberdosis, Suizid. Aha. Assistenz. Küchenschrank. Gucken, ob wir in deren Spinden noch was finden. Oh, und da ist ein Aufzug. Achso, der geht wahrscheinlich dann zu dem normalen Eingang hoch. Naja. Reingehend jetzt nicht so wahnsinnig interessant.
Okay. Ja, anscheinend haben wir das hier gelöst. Es dauert eine Weile, bis du das Bedienfeld des Aufzugs bemerkst, das von drei schwachen roten LEDs beleuchtet wird. Repariere das Bedienfeld. Das Problem ist eher elementarer Natur. Ein Kontakt unter der Taste ist durch die Feuchtigkeit oxidiert. Du reinigst ihn und ersetzt die Taste. Ruf den Aufzug. Mit einem höllischen Kreischen öffnet sich die Tür. Und damit sind wir hier auch wieder raus. Was das Ganze gebracht hat, weiß ich nicht. Vielleicht können wir das an irgendwen weitergeben. War interessant, aber ich denke, die Vaults in Fallout sind da irgendwie interessanter in der Regel. Ja. Okay. Reisen wir mal weiter. Ah ja. Ein Auto liegt halb vergraben am Sand neben der Straße. Dem Profil nach zu urteilen, ist es ein Commodore Lux. Ein seltener Fund unter der Kuppel. Sieh es dir genauer an. Das Auto sieht unglaublich alt aus, als würde es schon seit tausenden von Jahren hier stehen. Du kannst nicht einmal die Farbe mit Gewissheit erkennen. Die gesamte Karosserie ist mit Rostflocken bedeckt. Du bleibst stehen und spähst durch die abgedunkelten Fenster. Untersuche den Innenraum durch die Windschutzscheibe. Du drückst dein Gesicht in die Windschutzscheibe und schaust hinein. Der Wagen ist komplett ausgestattet. Auf dem rissigen Leder des Armaturenbretts ist das Deluxe-Schild zu sehen. Die Türen sind mit lackiertem Holz verkleidet. All das bestätigt deine Vermutung. Als du das Auto wieder weiter untersuchst, bemerkst du etwas Seltsames auf dem Rücksitz. Bei genauerem Hinsehen erkennst du, dass es sich um ein riesiges Wespennest handelt. Die Tür zu öffnen ist vielleicht nicht die beste Idee. Schloss knacken, knacke das Schloss am Kofferraum. Du gehst um das Auto herum zum Kofferraum. Das Schloss ist etwas widerspenstig, gibt aber schließlich nach. Der Deckel zittert und quietscht laut, als du ihn öffnest. Im Kofferraum befindest du einige Ersatzteile, ein paar Glühbirnen, einen kleinen Werkzeugkasten mit einem verchromten Commodore-Logo, ein paar gute Pistolen und verstreute Munition verschiedener Kaliber. Das alles ist zwar alt, aber dennoch in gutem Zustand. Nimm die gefundenen Dinge und untersuche das Auto weiter. Komm, öffne die Tür. Du merkst, dass die Tür nicht verriegelt ist. Du drückst den Knopf im verkrümmten Griff und die Tür schwingt sanft auf. Als du die Autotür öffnest, hörst du das deutliche Summen vieler Insekten. Eine Wolke von Wespen bricht aus dem dunklen Auto hervor und umschwärmt dich sofort. Versuche die Wespen mit hektischem Wedeln zu vertreiben. Wirf dich in den Staub und rolle herum, um sie abzuschütteln. Du bist schnell genug und wirst mit diesen stechenden Mistviechern fertig, ohne großen Schaden davon zu tragen. Ein paar Stiche zählen kaum, du bist glimpflich davongekommen. Versuche, den Motor anzulassen. Die Batterie ist schon lange und hoffnungslos leer, also versuchst du, den Anlasser mit Hilfe deines Keros mit Energie zu versorgen. Du schlägst das Zündschloss auf und verbindest die richtigen Drähte miteinander. Der Anlasser gibt keinen Laut von sich und am Armaturenbrett leuchtet nichts auf. Es passiert gar nichts. Kehre zum Kofferraum zurück und sieh hinein. Gehst im Auto herum, öffnest den Kofferraum, ist leer und riecht nach abgestandener Luft und Sand. Lasse das Auto stehen und fahre weiter. Fahre weiter, ja. Ja, theoretisch hätte man ja natürlich auch ein Auto irgendwann bekommen können. Ich speichere hier mal. Oh, 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 oh. Okay. Versuchsbunker. Okay. Wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, dass alles hier eine Art soziales Experiment ist und irgendwo unter der Erde, zwischen Computern und Monitoren, da beobachten Wissenschaftler alles und jeden, sogar die Lenker. Und es gibt gar keine halbdurchlässige Barriere und die Relikte der Ahnen sind aus Pappmaché. Proband, Beobachtungssektor. Drücke, ja. Oh, da sind wir direkt drin. Versuchsbunker, Ort erkundet. Okay. Ich wollte noch gerade... Oh, das ist aber sehr nervig. Wegen diesen Waffen gucken. Aber das hat sich eigentlich schon ziemlich rentiert, dem hier diese Waffe, also den hier mit rumzulaufen zu lassen.
Der hat hiermit so viel Schaden angerichtet. Ich glaube, das hätte der mit einer Fernkampfwaffe nicht hinbekommen. Raven leichte, das ist eine 2000er Waffe. Okay, der ist wahrscheinlich. Naja, das ist natürlich hier die die Flexibilität dann ein bisschen drauf. Der macht zwar mehr Schaden, die Waffe ist gut. Ich meine, die kann das hier ja nicht austauschen, weil das die Hauptwaffe von dem ist. Also müsste man die da hinsetzen. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Also da können wir jetzt nichts tun. Okay, dann mache ich hier einen Schnitt. Dann sind wir mit diesem Dings nicht gerade weitergekommen. Da muss ich wohl noch mehr dranhängen. Dann werden wir beim nächsten Mal das hier erkunden und dann schauen, dass wir die letzten 5 hoffentlich noch bekommen. Also, das soll's für heute gewesen sein. Und dann schauen wir hier beim nächsten Mal weiter. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und ja, über Likes freue ich mich, Kommentare umso mehr. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.